Aha. Ich hab's doch gewusst. Guck mal, Thomas, ich habe wieder mal Müll dabei. Das heißt, ist, nee, eigentlich nicht. Eigentlich heißt es ja immer Redbuswechsel, aber diesmal nicht. Diesmal heißt es einfach nur, wir sind schon wieder unterwegs, müssen schon wieder in die Stadt. Da habe ich gedacht, ich nehme euch mal mit. Vielleicht kann ich meinen Zigarre an der Zitadelle abholen und das klingt auf jeden Fall richtig cool. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier irgendwo den Müll noch reinpacke. Ungefähr so. Ah. So, das sieht doch gut aus. So wollen wir das haben. Was in der Stadt gemacht wird, das ist geheim, aber geheim ist nicht das Zigarre, was ich fangen möchte. Deswegen fangen wir das jetzt gleich. Und ich gucke mal, was für Forschungen noch offen sind. Und ich glaube, ich muss meinen Beutel noch erweitern. Ich habe nämlich schon wieder 200 Münzen voll. Das heißt, ich kann wieder 50 Itemplatz kaufen. Da freue ich mich, denn der C-Day rückt immer näher. Und ohne Bälle kann ich nicht spielen. Und das ist halt problematisch. Weil beim C-Day, da geht es ja immer um die Wurst. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, Pupsi ist jetzt bei ihrem Termin und ich habe was gesehen. Ist mir noch nie aufgefallen, weil ich noch nie hier lang gelaufen bin. Snackboy. Guck mal, kennt ihr das? Da steht Snacks. Drinks, 24-7 Shop, dein Snack für zwischendurch. Und dann ist die Tür natürlich auf, weil es ist ja 24-7, das heißt, du kannst rund um die Uhr da rein. Das ist einfach hier ein kleiner Raum, was übrigens sehr cool aussieht. Da gibt es einen Zigarettenautomat. Hier, Good Vibes Only, ist extra hier auf diesem super Hintergrund. Das sieht eigentlich richtig genial aus. Fernseher dabei. Hier nochmal Leuchtreklame, Cheers. Und dann habt ihr hier einen Getränkeautomat mit dabei. Da gibt es hier Fanta, Sprite, da gibt es Sekt, da gibt es Wodka, da gibt es Bier, da gibt es Lemon Becks, alles, Gorbatschow, Desperados. Hier habt ihr nochmal weitere Getränke, Dr. Pepper mit Cream, Soda, irgendwelche Eiskaffees. Da ist Jonas. Jonas? Jonas! Dann habt ihr hier so ein Spielautomat, da könnt ihr Geld reinwerfen, müsst irgendein Game machen oder kriegt ihr hier eine Tüte Haribos, oh mein Gott. Dann habt ihr hier, keine Ahnung, das sind so, was zum Rauchen hier, so Vapes, Waps, keine Ahnung, E-Shishas, Shisha to go, kenne ich mich nicht aus, ist nicht mein Gebiet. Hier nochmal ein Snackautomat, da ist auch Beefy Currywurst drin, normale Beefy M&M's, da ist eine Capri-Sonne, Erdnüsse. Und hier vorne, das ist das Genialste, ist dieser hässliche Greifer. Greif dir deinen Snack, da packst du 1 Euro rein. Dann kannst du mit dem blöden Greifarm versuchen, hier dir noch so eine schmierige Tüte Crunchips, Chips frisch, Funny frisch, Chips frisch rauszuholen. Wenn du Pech hast, kriegst du natürlich keine und hast 1 Euro für nichts ausgegeben. Wow, so cool wie das Konzept ist und so gut wie das hier aussieht, es ist auch ein bisschen wenig und ein bisschen unspektakulär trotzdem. Als würde ich mir da Chips-Frischtüten da rausfischen. Und hier die Auswahl, ich habe jetzt mit richtig heftigem Zeug gerechnet, aber gut, das ist für viele interessant. Also das meine ich und dann, naja, kurz abends sich nochmal ein Bier ziehen, ne? Warum nicht? Wir wollen aber jetzt das Zigarre an der Zitadelle abholen und gucken, ob Jonas da mitmacht. So, ich merke schon, wir kommen immer näher. Hier seht ihr die Pension zum Bratwurstglöckle. Das ist Jonas, der hat sich da kurz hingestellt. Zum Bratwurstglöckle. Das ist auf dem Weg zur Zitadelle. Ich sag's euch, ich habe das Zigarre schon fast in der Hand. So, hier seht ihr einen Krypto-Quarter-Mac, was seinen Hut verloren hat, also seinen Stutzhelm, was er aufhatte. Aber man erkennt deutlich die roten Augen und die dicke Nase. Grüße an Hannes, der fand das nämlich immer richtig genial, das Quarter-Mac. So, das ist die Zigarre-Zitadelle, auch bekannt als Kölner Dom von Meiningen. Ja, da werde ich mich jetzt davor hängen und meine Zigarre abholen. Oder auch nicht. Was ist hier schon wieder los? Ah. So, wir sitzen jetzt hier vorm La Foglia. Ist natürlich noch alles zu, aber dieser Tisch war nicht angeschlossen. Deswegen habe ich mich jetzt so einfach hingesetzt. Cumulus ist zu Superfreunden aufgestiegen. Hinter mir seht ihr hier das, was ich geweint habe, was so episch aussieht. Und deswegen werden wir jetzt hier mal in die Forschung reingucken.
vielleicht mal das Zygade abholen. Wenn ich mich recht entsinne, müsste hier auf der dritten Seite das Zygade erscheinen. Wir holen hier diese Belohnungen ab. Pokémon erscheinen, wir kriegen den Zygade-Würfel, wo wir dann auch, wenn wir Routner laufen, Zygade-Zellen in den Zygade-Würfel saugen können und so weiter. Begegnung beginnen. Ein Zygade erscheint mit 1003. Das ist schon mal besser als das, was ich auf dem Main-Account hatte. Denn meins hatte 100.000, das hat über 1.000. Wir können ja jetzt mal probieren, mit einfach fabelhaften Würfen das zu fangen, aber irgendwie haben wir schon wieder daneben geworfen. So, also nicht ablenken lassen, nochmal eine Beere werfen, in Ruhe curven, Ball drauf zimmern und wieder daneben. Das Gute ist, es kann nicht fliehen. So, nehmen wir also die nächste Beere. Brauchen wir ja eh nicht, ich wüsste nicht für was. Curven ein bisschen, werfen ein bisschen. Jetzt ist der Kreis eingestellt auf einfach fabelhaft. Und gerade bei Raid-Bossen oder so solltet ihr euch eigentlich immer Zeit lassen. Auch bei solchen Sachen könnt ihr ruhig ein bisschen das mal trainieren mit den Würfen. Weil es ja wie gesagt nicht fliehen kann. Er sitzt ja auch relativ ruhig in der Mitte, also nutzt das. Lernt ein bisschen das Curven, lernt ein bisschen die einfach fabelhaften Würfe und dann ist okay. Ja, ist gut gesagt, ne? Wenn man selber daneben trifft immer, aber ich bin ja auch abgelenkt. Hier sind ja auch Menschen. Normalerweise sind da keine Menschen, wo ich spiele. Im Keller. Ja, das ist jetzt... Jonas! Ihr hört auch Jonas, ja? Der freut sich auch, der feuert einen schon an. Vor allem 8 Bälle, das ist ja das, was ich meine. Habt ihr das gesehen? Der funkelt und glitzert. Also der ganze Körper hat gerade so richtig smaragdmäßige Action gemacht. 8 Bälle, wie willst du zum C-Day gehen? Da willst du dann 8 Bälle haben. Das bringt nichts. Wo ich mir gerade daran erinnere selber, dass ich ja eigentlich die Pokebox, den Itembeutel erweitern wollte. Habe ich jetzt so gar nicht gemacht. Vergesse ich bestimmt gleich wieder. Werf schon wieder richtig bescheuert drauf. Also ja, das ist nix. Egal, Zygade. Ich habe noch einen Meisterball. Stimmt ja gar nicht, war ja auch auf dem anderen Account. Ich habe gar nichts, ich habe nichts. Und wegen nichts kann ich auch nichts machen. Tu mal so, als würde jetzt drin bleiben. 8.26 Uhr, neuer Pokédex-Eintrag. Auch, ist das herrlich? Guckt euch das doch an. Drachenrude, Wudanfall. Das Ding ist Drache, es ist aber gleichzeitig auch Boden. Es hat sogar 15 Angriff. Das musst du dir mal vorstellen, was macht man jetzt damit? Ich weiß es nicht. Hol mal die anderen Aufgaben hier noch ab. Zygade an der Zitadelle. Folge 3 Runen, fange 20 Pokémon. Beim Folgen von Runen finde eine Zygade-Zelle. Das könnte man eigentlich ja. Na, heute geht's um Zygade. Gibt's denn in der Nähe vielleicht noch eine Route, wenn wir mal hier drauf drücken? Routen, das sehen wir hier oben. Routen in der Nähe, da steht 3. Drücken wir mal da drauf. Ja gut, das haben wir uns noch nie angeguckt, deswegen drücken wir es mal weg. Stadtparkroute 19 Minuten, Schlosspark 15 Minuten und Stadt auch 15 Minuten. Schlosspark klingt interessant. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hier ist ein Männchen mit mal 190. Ich drücke jetzt einfach mal auf die Schlossparkroute. Okay, nee, die ist so weit weg, die nehme ich lieber nicht. Ich drücke mal auf die Stadtparkroute. Folgen? Wo muss ich denn jetzt hin? Geh zum Startpunkt. Also, hier haben wir, glaube ich, den Start. Und dann geht es einmal da hinten aus und einmal davor. Und dann, ach meine Güte. Und dann davor. Und da ist es dann am Ende. Mal gucken, ob ich das schaffe, mit Jonas jetzt irgendwie diesen Weg zu gehen. Wir laufen mal zum Startpunkt. Ich finde mich hier absolut nicht zurecht. Mal gucken, ob wir eine Zygade-Zelle noch finden. So, das Handy liegt jetzt auf jeden Fall auf dem Kinderwagen. Das ist perfekt. Da können dann nämlich einiges ablegen. Jonas schläft. Pupsi ist immer noch beim Termin. Ich laufe jetzt hier zum Start von dieser komischen Route. Bei der gelben Arena auf der Brücke und laufe eine Runde um den Stadtpark rum oder durch oder wie auch immer. So kann ich halt jetzt gerade nichts fangen und nichts machen. Aber ist nicht so schlimm. Eine Hand an der Kamera, eine Hand am Kinderwagen. Das muss schon gehen. Ich weiß gar nicht, wo es hier rechts reingehen soll, aber ja, da ist auf jeden Fall der Startpunkt. Da kriege ich mal jetzt rechts rein. Hier geht es nämlich perfekt
Einmal rechts rum, da ist sogar eine Brücke. Oh mein Gott, Synagogenweg. Was willst du jetzt? Ach Mann. Jetzt steht da was von Abenteuer Sing. Das finde ich wieder total doof, weil jetzt hat es die Rute pausiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ja, was ist denn jetzt? Ich will hier Rute machen, Digga. Was willst du jetzt mit deinem Abenteuer Sing? Ja, so. Das ist die Arena. Da sitzt jemand drin. Das ist der Livi Baba. Da setzen wir uns jetzt mal dazu. Mit dem Bamo am besten. Kriegen sogar einen Arena-Orden, weil wir hier noch nie waren. So, einmal so, einmal so. Und folgen jetzt dieser Route da außen rum irgendwo hin, bis wir dann da oben wieder rauskommen. Sind ja nur 500 Meter, das dürfte schon klar gehen. Also Handy wieder hingeschmissen, weitergelaufen, den Weg gefolgt. Und rumgedreht habt ihr hier auch einen richtig coolen Baum, wo hier alles so runterhängt. Und hier noch so ein Ding ist, ne? Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal hin. Ich sag dazu jetzt nichts, bevor ich wieder was Falsches sage. Jonas, dein Wagen, was machst du denn? Stell dich doch mal dahin. Lass den Ramses nicht mit dem Kind allein in die Stadt. Sag mal, ich stell dich jetzt. Ah! So, bitteschön, das sieht gut aus. Das ist hier, steht da was oder was oder wie oder wo. Zum Gedenken und zur Mahnung. Unter diesem Baum. Wir wollen jetzt aber der Route folgen. Mal gucken, ob Jonas das durchhält. Das sieht gut aus. So, wir befinden uns immer noch auf der Route. Und überall, wo ihr langlauft, erscheinen überall so heftige Gebäude hier. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Wir müssen aber weiterziehen, weil Pupsi bestimmt gleich fertig ist und einen dann sucht und gar nicht weiß, wo man ist, wenn man selber nicht weiß, wo man ist. So, jetzt muss ich kurz anhalten, weil hier steht einfach ein fettes Morlord. Da muss ich wieder an Ispo denken. Das versuchen wir jetzt auch mal einzutüten. Aha, Digga. Einzutüten. Und wir haben natürlich wieder drüber geschossen, aber... Hey, also... Alter. Sogar drin geblieben, wollte ich sagen. Jetzt ist hier einfach ein fettes Schande. Heitera. Und wieder drunter geworfen. Oh mein Gott. Aber das ist nicht drin, weil es hat ja bei der Aufgabe nicht dazu gezählt. Ballmerken ist auch wieder nicht eingestellt. Ach, es ist doch alles zu Mäusebelgen. Es ist immer noch nicht drin, dieses hässliche Heitera. So, wow. Und ihr seht, ich habe immer zu Ballmangel und das ist halt total bescheuert. Deswegen muss ich unbedingt, ach so ja, genau, bevor ich es vergesse, deswegen muss ich unbedingt in den Shop und muss mir schon wieder eine Beutelerweiterung kaufen. Itembeutel, 50 Platz mehr, dass man vor dem C-Day genügend Bälle sammelt, um am C-Day danach zu bestehen. Jetzt habe ich wieder gar nichts, aber hier ist auch noch eine kostenlose Box. Guck mal, 4 Pokebälle. Ich habe mich noch nie so sehr gefreut über 4 Pokebälle. Die nehmen wir mit und da vorne ist schon das Ende. Vor allem jetzt habe ich extra aufs Handy geguckt, weil ich gedacht habe, ja, ich sammle noch kurz ein, zwei Pokémon, bis ich wenigstens die 20 voll habe. Jetzt ist hier eine Zugadezelle, obwohl da erst das Ende ist. Entweder ist das, weil die ja auch mittendrin auftauchen können, oder die haben das jetzt halt ein bisschen geändert, dass sie jetzt weit vor dem Ziel erscheinen. Oder vielleicht habe ich Glück und am Ende erscheint sogar noch eine. Also so weit vorm Ziel habe ich bisher noch keine gehabt, aber ich habe, das ist auch meine erste bisher hier drauf. Bei dem anderen habe ich am Anfang mal ein paar gemacht und dann nicht mehr. Jetzt zur Gardezelle gefunden. Drop Rate war immer 50-50, ne, musste man Glück haben und es gab immer nur, also wenn du auf dieser jetzt gefunden hast, kannst du auf dieser keine weiteren finden. Lohnt sich nicht, 5-mal die gleiche Route abzulaufen. Immer verschiedene Routen ablaufen, bei jeder Route hat man die Möglichkeit eine zu finden oder eben auch nicht. Falls sich da was geändert hat, schreibt es nochmal rein. Ich könnte die Route rückwärts nochmal ablaufen für die Aufgabe, aber werde dann keine weitere Zugadezelle finden, das weiß ich jetzt schon. Da ist jetzt noch ein Sesso Kids, das drücken wir auch mal noch an. Tun wir auch mal noch mal Curven tun und dann schmeißen wir das hier, das ist ja wieder mal toll. So, wir stehen jetzt hier kurz vorm Ende von der Route. Hier ist noch mal eine gelbe Arena, da sitzt auch wieder Livi Baba drin. Da setzen wir uns jetzt auch noch mal rein, beziehungsweise setzt man das Heitera da rein. So, drehen noch mal kurz, gucken noch mal kurz hier vor. Wir machen mal den Trick, weil die ja gesagt haben, es bietet sich an, kurz vorm Ende der Route
die App nochmal zu schließen, neu zu starten. Und dann das Neustarten, das ist halt so kompliziert mit Wagen allen drum und dran, dass das Neustarten der Route, der App macht, dass die Zelle besser lädt und auftaucht, wenn da noch eine ist. Aber da ist keine. Kann also sein, dass die wir jetzt hätten am Ende kriegen können und die jetzt einfach eher erscheint, ja? Oder, ja, keine Ahnung. Ich laufe jetzt trotzdem nochmal hier die 5 Meter davor. Also, dass das endlich fertig ist. Hier liegt nämlich so eine Frau in der Wiese. Ah, Folge 3 Routen. Ja, jetzt ist die Route nämlich fort. Und dieser Stop hier, die nackte Liegende, das ist das Ziel gewesen. Und die liegt da drüben. Wollt ihr das mal sehen aus der Nähe? Das können wir euch jetzt nochmal zeigen. Und theoretisch könnte man die Route, ich muss ja eh zurücklaufen, könnte man die Route jetzt nochmal rückwärts laufen für die Aufgabe. Da liegt die nackte Frau. Toll. Wir werden die Route jetzt aktivieren. Ich gehe nochmal hier auf die Nearby-Liste. Ich gehe nochmal auf Ruden. Ich gehe nochmal auf Ruden in der Nähe. Wir gehen nochmal hier auf Schlosspark. Richtung umkehren. Ruden Richtung umgekehrt. Wer das nicht wusste, das kann man umkehren, sodass ihr jetzt hier den Startpunkt habt. Das ist aber nicht richtig. Jetzt ist der Startpunkt noch trotzdem da hinten. Route pausieren. Route beenden. Route beendet. Nochmal drauf. Route. Oder ist das so schlau und sagt sich, weil ich hier bin, dass es das hier als Startpunkt nehmen möchte? Schlosspark, genau. Drücken wir mal drauf. Und zeigt, dass ich von hier nach dort laufen muss. Das Spiel ist schlauer geworden, als ich dachte. Es sagt sich schon automatisch, wenn ich hier bin, dass es mir hier den Startpunkt hinlegt. Ihr müsst es nicht mehr umkehren. Also es passt sich an. Laufen wir das ganze Ding nochmal zurück, weil wir eh zurück müssen. Und dann haben wir halt 2 von 3 für die Aufgabe. Ja, ich habe es schon wieder verkackt. Weil ich habe die Route angedrückt und bin losgelaufen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich immer weiter entfernt habe, statt der Route zu folgen. Obwohl ich dachte, ich habe genau die gleiche. Und lauft ihr einfach nur rückwärts, hat es doch irgendwie eine andere ausgewählt, die noch weiter in die andere Richtung ging, wodurch ich jetzt natürlich gar nichts habe. Vielleicht hatten die auch beide den gleichen Namen, das gleiche Bild, weiß ich nicht. Vielleicht war es ein Anzeigefehler. Bringt mir auf jeden Fall jetzt nichts. Frage an euch trotzdem, wie gut ist euer Zygarde? Hat das auch 15 Angriff, genau. Was habt ihr für einen Zygarde bekommen? Wie viele Zygarde-Zellen habt ihr gerade? Habt ihr schon die erste Form entwickelt? Ich laufe zurück, Pupsi ist fertig, die fragt schon, wo ich bin. Gibt es halt jetzt keine zweite Route mehr. Muss ich das mal so machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jonas Schatz. Stimme wieder kaputt.